Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Minecraft. Noch ist es dunkel, der Mond geht aber schon unter. Und so langsam, aber sicher dürfte da auf der anderen Seite die Sonne auch schon aufgehen. Das Morgenrot ist auf jeden Fall schon zu sehen. Das heißt, wir können uns hier gleich aus unserer Zwischendurch-Zuflucht entfernen und zusehen, dass wir hier wieder nach Hause kommen. Ach komm. Ja, jetzt, wir sind mutig. Wir sind die mutigsten Menschen in ganz Minecraft. Wir müssen erstmal überlegen, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, von da, wo die Kuh ist, ne? Wo kam ich denn her? Doch, ich muss von hier gekommen sein. Irgendwie. Na toll, genau da rennt natürlich der Creeper rum. Aber weißt du was? Dem laufen wir jetzt einfach mal weg. Zombie. Die fangen auch schon an zu brennen, das heißt, es wird langsam hell genug. Ist das unser Bett? Ey, es ist Tag, du musst friedlich sein. Spinnen verschwinden nicht, wenn sie den ganzen Tag, also wenn sie die ganze Nacht da gewesen sind, sind aber tagsüber, sobald die Sonne scheint, friedlich. Ei, 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 ei. Brennt da. Skelette und Zombies verbrennen bei Tageslicht. Hat man gerade sehr schön gesehen. Creeper verkriechen sich. Also die bleiben weder den ganzen Tag, noch vergehen sie irgendwann, noch verbrennen sie, sondern meistens verkriechen sie sich irgendwo in dunkle Ecken, wenn sie welche finden. War da nicht ein Baum? Hm, der ist so verbrannt. Also sie verkriechen sich in dunkle Ecken oder sie verschwinden halt tatsächlich irgendwann nach einer Weile. Es ist nicht typisch, dass Creeper den ganzen Tag sich irgendwie im hellen Licht aufhalten. Endermen teleportieren sich. Das können sie sowieso. Und die teleportieren sich so lange, bis sie halt verschwunden sind. Also ab einer bestimmten Entfernung vom Spieler sind die dann einfach weg. So, wir haben eine schicke Schere. Und mit der schicken Schere gehen wir jetzt mal unsere Schafe suchen, die hier vorne irgendwo rumrennen müssten. Da ist zumindest schon mal eins. Da ist noch eins, ein schwarzes. Und machen die mal nackig. Zack. So. Schafe nackig. Dann habe ich mir gerade überlegt, wäre es vielleicht nicht die schlechteste aller Ideen, wenn wir schon mal ein bisschen Sand mitnehmen. Sand kann man immer gut gebrauchen, wenn man Glas braucht. Und ich möchte ja irgendwann auch mal ein bisschen Durchblick haben in meiner Hütte. Außerdem wollte ich Wasser mitnehmen. Wenn wir denn überhaupt noch genug Platz im Inventar machen, gerade so. Eins und zwei. So. Was ich nicht habe, ist eine Schaufel. Na gut, dann basteln wir uns nochmal eben eine. Stöcker, hier haben wir. Wir haben keinerlei Eisen mehr, das heißt, wir haben es schon alles komplett verbraucht. Das ist irgendwie auch schon krass. Und die Schaufel, die nehmen wir mal mit und gucken mal, dass wir das mal hier oben hinlegen, dass wir sehen können, wie viel Eisen, Sand wir mitgenommen haben. Jetzt ist natürlich die blöde Bastelkiste da rein. So. Dann würde ich sagen, das Ding hier, das ist so mittendrin, das holzen wir jetzt einfach mal weg hier. Zack, zack, zack. Ist natürlich so eine Steinschaufel nicht so effektiv wie eine Eisenschaufel beispielsweise wäre, aber da wir jetzt im Moment gerade kein weiteres Eisen mehr haben, wir können ja dann demnächst noch unser Repertoire ein bisschen erweitern. Weil wir haben ja die Höhle direkt vor, die Höhlen direkt vor der Nase. Wir sind jetzt relativ sicher, weil wir haben ja jetzt eine tolle Rüstung. Das heißt, wir könnten demnächst tatsächlich sogar schon mal auf eine Höhlentour gehen. Und das quasi, wir sind jetzt in der dritten Folge, also wir sind schon verdammt gut ausgerüstet, muss ich sagen. Was mir aufgefallen ist, die Folgen waren jetzt beide relativ lang, mit knapp 20 Minuten. Das wird auf Dauer nicht so bleiben. Es wird auch nicht so sein, dass Minecraft hier jeden Tag kommt. Das ist also keine Standard-Fernsehsendung hier, sondern das ist sehr abhängig davon, zum einen, wie ich Zeit habe. Das heißt also, das hier ist für mich ein absolutes Hobby.
Das bedeutet, ich mache das aus Spaß, an der Freude und nicht, um hier irgendwem einen Gefallen zu tun. Und zum anderen ist Minecraft eben auch eine Sache, man muss halt echt kreativ sein, man muss Ideen haben, man muss auch wissen, wie man diese Ideen umsetzen will, und das ist eben auch nicht jeden Tag gegeben. Und das heißt, also ich kann vielleicht auch mal 2 Wochen nicht aufnehmen, einfach weil mir die Ideen fehlen, weil ich gar nicht weiß, was ich mit euch machen soll. Oder mit Novelia hier. Und das bedeutet, dass dann eben mal vielleicht auch mal ein paar Tage gar kein Minecraft kommt. Vielleicht auch mal ein paar mehr Tage. Das bedeutet aber niemals, dass das so alles abgebrochen ist, weil dafür spiele ich viel zu gerne Minecraft. Dafür habe ich auch viel zu viele Ideen, die sich vielleicht manchmal einfach noch nicht so gut umsetzen lassen. So, wir haben ein bisschen Vorräte gesammelt. Da ich das Zeug ungern verlieren möchte, wenn ich jetzt hier irgendwie, ne, in der Höhle rumkrauche, basteln wir uns jetzt mal eine schöne große Kiste. Mit der schönen großen Kiste können wir ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel können wir da unseren Kram reintun, so dass selbiger relativ gesichert ist erstmal. Sprich, ich hau jetzt erstmal kurz alles rein und sortiere dann aus, was wir brauchen, was nicht. So. Einmal Schere. So, was brauchen wir auf jeden Fall? Was wir auf jeden Fall brauchen, sind die Fackeln. Wir brauchen Samen, denn wir möchten gleich die giftige Kartoffel kann ich weg. Denn wir wollen gleich auch mal schon unsere Felder ein bisschen bearbeiten. Wir nehmen uns mit einen Eimer und noch einen Eimer. Wir nehmen auf jeden Fall mit Steine. Wir nehmen mit Stöcker. Die haben wir da. Wir nehmen mit ein bisschen Erde, die kann man immer brauchen. Was zu essen nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen auch das Fleisch mit und die Kohle, weil da machen wir jetzt nämlich gleich. Das ist die Steinspitzhacke, das ist die Eisenspitzhacke. So. Ja, damit sind wir eigentlich erstmal ausgerüstet, mit dem, was wir brauchen. Das ist verrottetes Fleisch, das nehmen wir nicht mit, weil, ne? Und so. Unser Fleisch packen wir erstmal hier in den Ofen. Das brät. Wir haben erstmal noch ein bisschen Brot. Bis unsere Felder dann aber endgültig fertig sind, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, so bis die Ertrag abwerfen. Dann machen wir uns nochmal eine Steinhacke, mit der können wir dann jetzt nämlich gleich die Äcker bearbeiten. So, zack, das kommt raus aus der Leiste, das rein. Erstmal brauchen wir die. So, dann gehen wir mal vor die Tür und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Ich muss jetzt, zack, das wieder einsammeln. Jetzt haben wir erstmal das ganze Gras verschwinden lassen. Und wir haben noch ein bisschen Saatgut bekommen. Das ist auch ganz praktisch. Das gleiche machen wir hier nochmal. Na gut, dann da. Diese Wassereimer-Methode, die ist eigentlich ganz praktisch. Ein Wassereimer sollte man immer dabei haben, der kann durchaus sehr nützlich sein. Es gibt Menschen, die haben nie einen Wassereimer dabei und kommen trotzdem durch ihr Minecraft-Leben. Und es gibt Menschen, die haben immer einen Wassereimer dabei und kommen trotzdem nicht durch ihr Minecraft-Leben. Also, ich bin so ein Mittelding. Also für solche Sachen finde ich das halt enorm praktisch, auch wenn es ein bisschen doof aussieht vielleicht, wenn ich hier einfach überall Wasser hinkippe. Aber so zum Abernten von diesem ganzen Gras ist es halt wirklich super, super angenehm. Wir haben Platz. Den brauchen wir für unsere Felder. Und wir haben erstmal auch noch ein bisschen Saatgut dazu, weil das war ja jetzt eben nicht so viel. Wir waren ja nett und haben ihren Kram gelassen. So, Steinschaufel. 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 5, 6. So. So groß mache ich die Felder jetzt erstmal auf jeder Seite 4. Wir machen uns ein großes Feld mit Weizen und jeweils ein kleines Feld mit Kartoffeln und Möhren. Möhren sind jetzt so nicht der Wahnsinnsbringer, man braucht sie halt zum Schweinezüchten. Das ist dann immer ganz schön, wenn man das kann. Achso, mal hier einmal wieder voll machen, weil die brauchen wir ja noch. Ja,
ja, ist ganz nett, aber nicht unbedingt jetzt das Notwendigste von der Welt. Kartoffeln sind auch schick, haben aber den Nachteil, dass man sie erstmal noch braten muss, sprich sie dauern halt ein bisschen länger als so ein Weizenbrot, das dann man nur eben schnell zusammenkleben muss. Und sind allerdings die bessere Nahrungsquelle, also sprich sie bringen mehr Nahrung. So, ihr seht, was man definitiv braucht für Felder sind, ist Wasser. Weil die Erde durchfeuchtet werden muss. Das sieht man daran, dass die Erde dunkler wird. Das wird hier jetzt auch nach und nach passieren. Es dauert immer ein bisschen. Wir können aber trotzdem schon mal unsere Felder hier bepflanzen. Wasser hat eine bestimmte Reichweite. Frag mich jetzt nicht, wie weit. Ich bin kein absoluter Minecraft-Pro. Ich bin nur so ein total öde, langweiliger Normalspieler. Da muss man dann vielleicht einfach auch mal in der Minecraft-Wiki gucken, da sind solche Sachen super erklärt. Auch wie das jetzt hier mit meiner gemachten unendlichen Quelle funktioniert. Minecraft-Wasser fließt. Man hat das vorhin gesehen, ich habe hier an der einen Seite einen Eimer reingekippt. Und das Wasser floss in diese Richtung, wurde aber immer weniger. Wenn man jetzt, wenn wir das jetzt mal hier machen, ich kann das mal zeigen, wir machen ein Dreierloch Breite. Und mit diesem Loch kann man sich quasi einen unendlichen Brunnen machen. Und zwar geht das ganz einfach. Man nimmt sich eben zwei Eimer Wasser, die muss man allerdings vorher haben, setzt das Wasser hier an der einen Seite an, das heißt, es fließt hier rüber, und nimmt dann noch einen zweiten Eimer Wasser und, na, das war jetzt blöd, und setzt ihn an die andere Seite an. Das heißt, das Wasser fließt von hier darüber. Und sobald sich zwei Wasserläufe treffen, entsteht in der Mitte eine unendliche Quelle, mit der man das Wasser immer wieder auffüllen kann. Wenn ich jetzt meinen Eimer leer mache und ich nehme hier das Wasser weg, sieht man, es fließt hier. Wenn ich das Wasser da reinmache, passiert gar nichts. Es passiert auch nichts, wenn ich das Wasser da ansetzen würde, weil an der Stelle kann es nicht zusammenfließen. Nehme ich das Wasser da weg, ist aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund jetzt da eine unendliche Quelle. Das ist ja super. Ach nein, jetzt ist es weg. Gut. Es wird dunkel. Wir pflanzen eben nochmal unsere letzten 8 Sämlinge hier ein. Machen das gebuddelte Loch noch schnell wieder zu, weil das brauchen wir nicht. Ich habe also gerade wunderbar erklärt, wie es nicht geht, in Minecraft Löcher zu buddeln. So, jetzt sind wir aber lang genug dabei. Das heißt, an dieser Stelle basteln wir uns, ohne Holz geht's nicht und ohne Wolle auch nicht. Wir nehmen mal schwarze Wolle. Schwarze Wolle und ein bisschen Holz. Mit denen basteln wir uns ein schickes Bett, Lattenrost und ein bisschen was zum Kuscheln oben drauf. Da ist das Bett. Das stellen wir mal ganz dezent da in die Ecke. Warum willst du das da nicht hinstellen? So. Hübsch. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Novelia.